Mach's auch mit der Begrüßung nicht allzu lange, keine Angst. Ich möchte kurz nur sagen, wer ich bin. Mein Name ist Jan Stöß, ich bin im Vorstand vom VKSI. Ich werde jetzt noch, wahrscheinlich wissen die meisten, was der VKSI so tut und was er ist, aber ich werde trotzdem noch die Gelegenheit nutzen, vielleicht ein paar Minuten darauf eingehen, was wir momentan, womit wir uns beschäftigen, wofür der VKSI eigentlich steht, bevor ich mich dann, wie alle anderen hier, sehr freue, zwei Gastvorträge begrüßen zu dürfen. Einmal den Dr. Jürgen Moosgraber vom IOSB, der uns etwas zur elektronischen Lagedarstellung und zum Bevölkerungsschutz erzählen will. Das wird der erste Vortrag sein. Und der zweite wird dann über die Pandemie der Zahlen- und Datenanalyse in reinen Zeiten von Corona gehen, von Dr. Andreas Schäfer vom KIT und vom Risk Layer. Das ist ja die Hauptattraktion sozusagen dieser Sneak heute Abend. Genau, die werden wir auch in Kürze dann starten können. Vorher möchte ich aber ganz, ganz kurz, wie gesagt, noch den VKSI vorstellen und vielleicht noch ein bisschen erzählen, womit wir uns gerade beschäftigen. Also der VKSI ist der Verein Karlsruher Softwareingenieure und hat zum Ziel, die ingenieurmäßige Softwareentwicklung sichtbar zu machen, und den Wissensaustausch und die Vernetzung in der Technologieregion Karlsruhe zu fördern und insgesamt auch als Verein die Begeisterung von Menschen jeden Alters für die MINT-Aspekte und im Allgemeinen und für das Software Engineering im Besonderen zu fördern. Das machen wir durch regelmäßige Vereinstätigkeiten wie die Auslobung eines VKSI-Preises, durch die Mitwirkung am Entwicklertag, durch eine Image-Kampagne, zu der ich noch ein klein wenig nachher sagen möchte. Unter anderem auch durch diese Sneak-Previews, die wir jetzt wie heute regelmäßig zusammen mit dem Cyberforum veranstalten und auch durch eine Verzahnung in die Schulen, die Informatikbogen und Ähnliches. Die Posten sozusagen hier auf dem Bild möchte ich noch mal ganz kurz sozusagen erwähnen. Vielleicht mit dem starten, was in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich harzig war, nämlich das Informatik-Bogi, also die Mitwirkung an den berufsorientierten Praktikumswochen in den Schulen. Das ist schon länger ein Punkt beim VKSI. In den letzten 2 Jahren war das jetzt verordnungstechnisch durch die Pandemie ziemlich schwierig zu machen. 2021 gab es genau eine Praktikumswoche unserem Partner Andrena, mit 4 Schülern. Das soll aber jetzt in diesem Jahr mit 50 Bewerbungen hoffentlich, also hoffe ich stark, dass es wieder besser wird. Das lag unter anderem deswegen da, durch schulbedingt solche Veranstaltungen gar nicht möglich waren. Auch ich habe selber Schulkinder. Mittlerweile ist das hoffentlich bald wieder möglich, solche Veranstaltungen zu machen. Und dann sollte auch das Informatik-Bogi wieder durchstarten sozusagen. Das ist also ein Punkt. Der zweite Punkt, den man vielleicht noch kurz in der Rückschau erwähnen kann, ist der VKSI-Preis. Mit dem zeichnen wir jedes Jahr regelmäßig besondere Abschlussarbeiten und herausragende Leistungen im Bereich Software Engineering aus. Das ging im Jahr 2021 an drei Preisträger und Preisträgerinnen: Larissa Schmidt, Lisa Prispilla und Dominik Fuchs. Entschuldigen, kommen noch 4 sind das und Sebastian Hahner. Dann gab es noch einige förmliche Anerkennungen. Die Preise werden in den Kategorien Grundlagen der Softwaretechnik und in angewandter Softwaretechnik vergeben, meistens dann im Rahmen der Sneak Previews oder im Rahmen des Entwicklertags. Dann entweder physisch, ist hoffentlich auch bald wieder möglich, oder jetzt in der vergangenen Zeit war es eben, wie Sie hier jetzt sehen, auf den Screens, per Zoom sozusagen oder per Teams oder per Online-Meeting dann durchgeführt. Genau, das ist der VKSI-Preis. Dann kann man vielleicht auch kurz noch sagen, dass der Entwicklertag, das ist ja auch etwas, wo wir mitwirken, dieses Jahr auch wieder in Präsenz stattfinden wird. Daten hier gleich vorab kann man aber natürlich auch ergoogeln: 17. bis 18. Mai 2022, Hashtag ETKA22. Wird also dieses Jahr, letztes Jahr war es in einem Online-Format, dieses Jahr wird es wieder in Präsenz und zwar in der IHK stattfinden. Genau, das ist der Entwicklertag. Und dann vielleicht zu guter Letzt ein vielleicht wichtiger Punkt, der jetzt gerade wieder ein bisschen vermehrte Aufmerksamkeit durch uns findet, ist die sogenannte Image-Kampagne für Karlsruhe. Das ist ein von uns beabsichtigtes
Weitertreiben des IT-Standort-Marketings für Karlsruhe. Da zielen wir darauf ab, mit Karlsruhe IT-Partnern so eine Art Gesamtkampagne für Karlsruhe zu machen, die aber so verzahnt ist, dass sie sozusagen Partnern in Karlsruhe nutzt und zum Recruiting und zum Anwerbung, aber gleichzeitig vielleicht auch so als eine Art Dachwerbung für Karlsruhe als IT-Standort macht und das auf eine vielleicht auch erlebbare und spielerische Art und Weise. Da wollen wir mit sogenannten Challenges und Software-Challenges rangehen. Das wird also eine Art Partnerprogramm für gemeinsames Marketing, für Entwicklung von Challenges und Ähnliches sein. Das ist etwas, was wir gerade momentan wieder dabei sind, aufzugleisen. Da wird es dann noch einiges von uns zu hören geben. Genau, das ist also die Image-Kampagne und jetzt bin ich schon fast am Ende mit meinem Werbeblock. Ja, wir veranstalten natürlich sehr gerne und wie auch heute die Sneak Previews. Im letzten Jahr war das Thema ganz locker Health und Informatik. Ja, also locker war so eine Art Dachthema. Wir versuchen dann aus diesen Bereichen sozusagen Vortragsthemen, Themenstellungen zu finden. Das ist aber eigentlich eher eine lose Geschichte. Wenn also mal irgendwas etwas Interessantes oder Ähnliches vorbeikommt, dann sind wir natürlich da auch offen. Dieses Jahr soll es dann starten mit Umweltinformationssystemen. Vielleicht kann man das lose als Society und Informatik beschreiben. Genau, vielleicht an der Stelle, wenn Sie als Zuhörer einen interessanten Vortrag oder eine interessante Themenstellung, welche Art auch immer, haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns immer, gerade auch über Vorträge aus der Praxis und über unterschiedlichste Themen. Und wir leben auch ein bisschen davon, dass wir da sozusagen ein buntes Spektrum anbieten können. Wenn Sie oder wenn ihr da gute Ideen habt, gerne einfach uns Bescheid sagen. So, das war es jetzt an Ankündigungen. Genau, kann ich wieder in die erste Folie gehen. Dann muss ich mal schauen. Dann haben wir jetzt so ungefähr 18.10 Uhr. Ich glaube, dann können wir auch mit dem ersten Vortrag relativ bald starten. Alex, ich übergebe dir mal. Ich weiß nicht, wie ihr das mit den Folien gedacht habt. Ich schalte mal meine Folien aus. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt auf die beiden Vorträge. Natürlich, danke schön. Wir haben als ersten Vortrag Herrn Dr. Jürgen Moosgraber von der EUSB und genau, da sehen wir schon das Bild. Wir sehen aktuell noch nicht die Folien, aber da müssten wir einfach nur die Folien teilen und dann würden wir Ihre Folien, jawohl, das ist schon mal sehr gut sichtbar soweit. Und wenn Sie möchten, können wir gerne auch dann direkt in den Vortrag starten. Wir freuen uns sehr drauf. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir zu so später Stunde noch einen großen Kreis haben. Ich habe gesehen, es sind auch viele Kollegen dabei, die sich auch mal über das Thema informieren möchten. Wir haben auch noch den Herrn Springer dabei vom Innenministerium Baden-Württemberg. Er kann gegebenenfalls auch noch Fragen, die sich ergeben, beantworten. Ansonsten, ich bin vom Fraunhofer IUSB in Karlsruhe, wie man hier auf der Folie schon sieht. Wir haben viele Standorte mittlerweile. Karlsruhe ist der größte. Wer noch nicht bei uns war, ist neben dem Hauptfriedhof oder Hüpfnerburg, ist auch die Ecke rum. Da befinden wir uns in Karlsruhe, haben mittlerweile in Summe an die 800 Mitarbeiter. Also es ist ein recht großes Fraunhofer-Institut und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit allen IUK-Themen, die man sich so vorstellen kann. Bei uns in der Abteilung Informationsmanagement und Leittechnik geht es im Wesentlichen darum, Informationen zusammenzuführen für Entscheidungsunterstützung in unterschiedlichsten Bereichen auch wieder, sei es in Industrie 4.0-Themen oder auch Umweltinformationssysteme, die wir auch schon seit vielen Jahren bearbeiten oder jetzt hier in dem Vortrag auch Krisenmanagement. Management ist momentan ja ein sehr aktuelles Thema. Es gibt ja auch doch viele Katastrophen, auch die man da mit IT dann unterstützen kann oder abmildern kann oder die Organisation da auch verbessern kann. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen erzählen und ich hoffe, dass es nicht zu tröge wird. Ich habe viele Bilder reingepackt, sodass es, denke ich, recht unterhaltsam werden sollte. Steigen wir mal ein. Weitergeht. Genau. Also ich möchte mal eine kleine Einführung geben für die, die in dem Thema noch gar nicht unterwegs sind oder sich da auch nicht so auskennen. Was ist da eigentlich die Fragestellung? Was ist die Problemstellung? Dann generell, was kann man mit der elektronischen Lagedarstellung tun? Was unterstützt das System? Und dann gibt es viele verschiedene Komponenten im System und da habe ich mal eine herausgegriffen, die jetzt auch neu entwickelt wurde im letzten Jahr in Betrieb genommen, nämlich die zentrale Evakuierungs- und Unterbringungssteuerung, kurz ZEUS. Das heißt, es ist die
erste deutschlandweite IT-Unterstützung für eine Evakuierung, eine großflächige Evakuierung, nach unserem Kenntnisstand sogar weltweit. Zumindest kennen wir kein anderes System bisher. Und da es ja ein Informatikvortrag auch ein bisschen sein soll, möchte ich mal am Schluss noch ein bisschen auf die Systemarchitektur auch eingehen. Ja, was ist eigentlich das Problem oder das Thema? Zunächst Katastrophenschutz ist Ländersache. Das heißt, wir haben, wer sich mit Föderalismus auskennt, das ganze Thema 16 Mal dupliziert und dann noch den Bund oben drüber. Und in fast allen Bundesländern ist es eigentlich so, es gibt diese Dreispaltung. Es gibt eine oberste Katastrophenschutzbehörde, eine höhere und eine untere. Das sind dann ganz konkret normalerweise oben das Innenministerium übernimmt diese Aufgabe. Dann gibt es in Baden-Württemberg jetzt konkret die Regierungspräsidien, Karlsruhe zum Beispiel. Und dann die unteren Katastrophenschutzbehörden, das sind dann die Städte und die Landkreise, die sich dann konkret vor Ort um die Ausgestaltung des Katastrophenmanagements auch kümmern müssen. Und wenn man diese Pyramide anschaut, dann sieht man auch dann schon die Fragestellung, nämlich wie koordinieren sich diese verschiedenen Instanzen untereinander auch dann in einer konkreten Lage oder in einer konkreten Krise. Das heißt, man muss zusammen Einsatzlagen koordinieren. Die Instanzen müssen auch mitkriegen, dass da überhaupt ein Problem stattfindet und die dann entsprechend zu begleiten. Und jetzt kann man natürlich denken, gut, Baden-Württemberg, da gibt es ja keine Katastrophen, alles schön und gut hier im Land. Aber wenn man mal anschaut, das System ist bei uns, seit eigentlich 2009 gestartet wurde, fast durchgehend im Dauerbetrieb, war massiv im Einsatz bei der Flüchtlingskrise, um die ganze Verteilung zu managen auch, jetzt auch wieder in der Corona-Lage. Und es gibt auch viele andere potenzielle Lagen, die unterstützt werden. Radiologische Lage haben wir zum Glück keine, aber Naturkatastrophen ist immer wieder ein Thema, wie zum Beispiel Überschwemmung haben wir auch gerade gehabt. Das Thema Geflügelpest kommt jährlich auch wieder und auch das muss alles irgendwie koordiniert werden und die Maßnahmen halt entsprechend weitergegeben werden zwischen den verschiedenen Ebenen. Ja, noch jetzt gerade mal ein kurzer Überblick über die elektronische Lage darstellen. Das heißt, es sollte halt so ein Werkzeug werden, das wirklich einfach zu bedienen ist, weil so ein System verwende ich wahrscheinlich auch nicht immer jeden Tag, sondern im Wesentlichen in der Krise. Das heißt, man muss schnell reinkommen können auf ein System. Diese hierarchieübergreifende Unterstützung habe ich schon erwähnt. Und ich muss damit gemeinsam Einsatzlagen bewältigen können. Also es ist ein Stabsinformationssystem im Gegensatz zu jetzt Einsatzsystem. Das heißt, es ist also kein System für eine 110 oder 112, wo ich wirklich die Anrufe entgegennehme und die Einsätze koordiniere, sondern es ist eher ein strategisches System, was im Hintergrund die Stäbe koordiniert. Ja, wie gesagt, 2009 haben wir das Ganze angestoßen, zusammen mit dem Innenministerium wurde das dann entwickelt und da war halt auch immer ganz wichtig, dass man das sehr eng mit den Nutzern entwickelt und das Ganze so vorantreiben, dass man halt klein beginnt und das System entsprechend ausbaut. Und das ist dann auch schon sehr exzessiv passiert, wenn man diese Kacheln, das ist die Einstiegsseite, anschaut. Das sind die verschiedenen Teilkomponenten, die es im System gibt für diverse Arbeitsaspekte oder einfach zur Recherche auch von gewissen Fragestellungen. Lass mal kurz durchgehen. Es gibt natürlich einen Kalender und Termine, die auch alle hierarchisch gegliedert sind. Das heißt, die kann ich mir dann auch übergreifend dann einblenden lassen, wer auf welcher Ebene welche Termine dann hat. Dann gibt es auch vom von der Bundesverwaltung von oben her gibt's Lageberichte. Das ist dann das sogenannte gemeinsame Melde- und Lagezentrum. Und auch die kommen dann in das System rein. Und es gibt auch Notfallstationen, die werden relevant, wenn ich eine radioaktive Lage habe und zum Beispiel Jodtablettenausgaben eröffnen muss oder irgendwelche Dekontaminierungsmaßnahmen machen muss, dann kann man die hier auch verwalten. Dann hat man natürlich ganz normale Dokumente, seien es irgendwelche Broschüren, Informationsmaterialien, also normales Content-Management-System in dem Bereich, Rechtsgrundlage, die man hier recherchieren kann. Und das ist nur ein Link auf ein externes System, das Fliebersystem, in dem ich dann die Flutinformationen und diese Warnungen dann auch anschauen und recherchieren kann. Ja, dann geht es noch weiter. Zweite Seite mittlerweile sogar. Das heißt ZIFA, Zusatzinformationen für Fahrzeuge und Ausstattungen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Welche Mittel habe ich denn verfügbar und wo sind die stationiert, um die abfragen zu können?
Und es gibt eine zweite elektronische Lagedarstellung, aus der diese sogar entwachsen ist. Die hat ein bisschen einen anderen Aspekt. Die ist jetzt nur für die radiologische Lage, weil da zum Beispiel auch die ganzen Kernkraftwerke dranhängen. Also die Strahlmessungen, die dauernd vorgenommen werden und auch automatische Ausbreitungsrechnungen erfolgen. Und diese ganze Information, die gehen dann auch wieder in die elektronische Lagedarstellung vom Innenministerium, falls so eine Lage wirklich ausgerufen werden würde. Liegt aber in der Zuständigkeit vom Umweltministerium. Ja, und Zeus, da gehen wir noch näher drauf ein, diese Evakuierungssteuerung, die schauen wir uns näher an. Und dann die Krisenobjektdatenbank, die auch sehr intensiv genutzt wird, in der halt diverse statische Daten drin sind, wie zum Beispiel, wo sind die Feuerwehrstandorte, wo sind Polizeidienststellen, wo sind Schulen und solche Fragestellungen. Da können wir auch noch gleich einen Blick drauf werfen, da habe ich auch noch ein paar Screenshots dabei. Zunächst mal jetzt aber das Hauptsystem. Für was ist diese elektronische Lagedarstellung jetzt nochmal gut? Also für die Koordination und wie passiert diese Koordination? Der Hauptpunkt ist die Einstiegsseite, in der ich eine Karte sehe von Baden-Württemberg. Und da kann ich sehr schnell erfassen, wie ist denn die Lage im Land. Nämlich ich sehe, ob das jetzt hier irgendwie Ereignisse sind, die unter Kontrolle sind, dann werden die dann grün, ob hier eine Lage eskaliert oder bis zum Katastrophenalarm sogar gehen kann. Das heißt, da hat man mit einem Blick einen sehr guten Überblick, wie so die Situation ist oder ob hier auch gar keine Lage stattfindet. Und der zweite, oder er ist noch hier ein Punkt, genau, wir haben hier noch Kartenmaterial mittlerweile hinterlegt aus diversen Themenbereichen. Das heißt, es gibt Basiskarten, es gibt Verwaltungskarten mit allen Kreisen, Gemeinden, Luftbildaufnahmen sind drin, die ganzen Straßenkarten. Und da haben wir jetzt, wir hatten vorher OpenStreetMap mit eigenem Server am Start und haben das jetzt aber ersetzt durch diese Kartendienste, die vom LGL Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden und vom Bundesamt, was den Vorteil hat, dass die halt auch redundant gehostet werden und solche Sachen machen das dann ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn eine echte Krise wäre, dann die Daten auch besser verfügbar zu haben. Ja, denn wenn ich in das Menü reingehe, von dieser Startseite aus, dann gibt es sogenannte Chronologien und die Chronologien sind quasi Meldungen, die die verschiedenen Ebenen herausgeben und je nachdem, in welcher Ebene ich mich befinde, werden die dann entsprechend aggregiert. Das heißt, das Innenministerium kann von oben alle Meldungen sehen. Wenn ich dann runtergehe, dann halt die Regierungspräsidien, die Städte und Landkreise in ihrem Einflussbereich und bis dann nach unten. Das heißt, da hat man einen recht guten Überblick, wie da welche Fragen da reinkommen oder welche Aktionen ausgeführt werden. Und wenn wir da mal konkret reinschauen, das ist das zum Beispiel so eine Meldung, jetzt hier speziell auch nochmal ein Test zu einer radioaktiven Lage. Das heißt, da gibt es dann auch noch solche Richtungsangaben, wo zum Beispiel die Ausbreitung stattfindet und solche Dinge. Uhrzeit dabei, Datum, wie man es eigentlich erwartet und hier auch klar sichtbar, wo ist man hier gerade, indem hier auch die Wappen dann noch eingeblendet werden. Ja, das ist auch eine Meldung oder eine Maßnahme zu einer radiologischen Lage, also eine Rückmeldung. Was wurde denn jetzt gemacht? Da gibt es ja zum Beispiel so Punkte wie hier Ausgabe von Jodtabletten hat stattgefunden oder ich habe eine Evakuierung durchführen müssen oder so weiter. Das Ganze immer halt örtlich auch verschlagwortet, dass man das anzeigen kann. Diese Sektorenauswahl zeige ich nochmal größer und das da unten ist ein ganz wichtiger Punkt, der ist bei allen Meldungen dabei. Das heißt, für wen ist denn diese Meldung relevant? Und da sieht man, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, aber das sind hier die Regierungspräsidien und dann nochmal die Städte und Landkreise unter diesen Regierungspräsidien. Und die sind natürlich auch entsprechend, je nachdem, welche Person hier reingeht, mit welcher Rolle, schon entsprechend auch ausgefüllt, sodass man das auch recht schnell weitergeben kann und dann so die Informationen, wie man es möchte, dann streuen kann. Zu denen, die diese Information auch brauchen. Ja, könnte man jetzt auch noch ergänzen, wenn man gerade halt hier die Vorfälle in Rheinland-Pfalz oder auch in Nordrhein-Westfalen gesehen hat, ist da diese Information ja nicht immer richtig geflossen. Insofern ist dieser Punkt ein sehr wichtiger. So, wenn man die Krisenobjektdatenbank noch reinschauen, das heißt, das ist hier statisch zu recherchierende Information, die man auch auf der Karte visualisieren kann. Und da gibt es halt Fragestellungen wie zu Gesundheit, also wo sind Krankenhäuser, Seniorenpflegeheime. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Evakuierung ansteht, dass ich da besonders planen muss, um da Maßnahmen durchzuführen. Oder wenn eine Bombenwarnung, es muss evakuiert werden, weil eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, dann kann man hier schauen, was ist denn im Umkreis davon und wo muss ich eventuell besondere Maßnahmen dann durchführen und beachten.
Ja, hier im Beispiel dann, wo jetzt die Schulen drauf sind, da kann ich dann auch halt näher drauf gucken, schauen und kriege dann die Informationen auch, zum Beispiel, was ist die Schüleranzahl, also wenn zum Beispiel 500 Schüler vor Ort sind, um halt entsprechend damit umgehen zu können, falls die evakuiert werden müssen oder Sonstiges. Ja, jetzt nochmal ein Spezialfall, auch nochmal für die radiologische Lage vom Kernkraftwerk, diese besonderen Sektoren. Das heißt, wie nah man sich an so einem potenziellen Vorfall dann befinden kann und dann auch mit der Berechnung noch, in welche Richtung das geht, um dann sehr schnell sagen zu können, wo Maßnahmen getroffen werden müssen, in welche Richtung und welche Landkreise und Städte dies betreffen würde. Da auch so ganz spezielle Fragestellungen, wenn man halt diese Kreise zieht, die halt irgendwie vorgegeben sind, dann machen die nicht immer Sinn, die natürlich hart zu führen. Und dann hat man hier auch nochmal händische Korrekturen vorgenommen, um jetzt halt dann Gemeinden mit reinzunehmen, die sonst nur halb drin liegen würden in dem Bereich oder auch hier dann entsprechend zu planen. Das heißt, wenn man da reinzoomt, dann sieht man dann nochmal die konkreten Verfeinerungen an diesen Einflusskreisen. Ja, und jetzt das größere Thema, diese Evakuierungssteuerung, die jetzt letztes Jahr auch in Betrieb ging, die doch sehr spannend ist, denke ich. Und man glaubt es vielleicht nicht, aber man hat sich darüber erstmal konkrete Gedanken gemacht, wie man großflächig Menschen evakuieren kann in Deutschland nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Und da gab es dann auch einen Beschluss, dass sich alle Länder da jetzt mal ein Konzept und Prozesse überlegen sollen und auch ein bisschen Werkzeuge und Verantwortlichkeiten, um Bürger aus einem großen Gebiet zu evakuieren. Und man kann sich schon denken, das ganze Thema ist nicht trivial. Wenn wir uns jetzt einfach mal so eine Karte her, einen Kartenausschnitt nehmen aus Baden-Württemberg und überlegen mal, wir wollen jetzt hier Emmendingen zum Beispiel evakuieren, sag mal, das sind ungefähr 10.000 Einwohner drin. Und die sollen jetzt hier in die Ecke Rottweil evakuiert werden, weil das genug Abstand von der Hochwasserüberschwemmungslage hätte. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen die ganzen Leute dahin? Es ist so, man nimmt an, der Großteil der Menschen kann sich selbst evakuieren. Mit Auto geht es dann los, nur wo fahren die dann hin? Die nicht fahren können, die müssen zu gewissen Haltestellen kommen. Das haben wir jetzt mal hier einmarkiert. Das heißt, die nicht selbst mobil sind, kein Auto zur Verfügung haben, denen muss man Anlaufstellen nennen. Und die Personen mit Autos müssen auch irgendwo hinkommen, wo sie sich informieren können, wo sie denn da hinkommen sollen. Also wo jetzt eine Notunterkunft sich auch befindet und auch die natürlich auch noch genug Betten übrig hat, damit die nicht alle zu einer fahren. Und das Ganze zu planen, kann man sich vorstellen, das kann etwas konfus werden und das möchte man natürlich dann unterstützen. Das heißt, ich habe einmal hier diese Sammelpunkte, die ich verwalten möchte, die dann von Bussen angefahren werden kann. Dann die Anlaufstellen für die Selbstevakuierer oder auch die Busse, die dann dahin fahren, um sich auch zu informieren, wo sie hinfahren sollen. Und dann die eigentlichen Unterkünfte müssen auch verwaltet werden. Wenn man das Ganze ein bisschen... geht's weiter oder nicht? Dann muss ich natürlich auch wissen, wie viele muss ich ungefähr evakuieren hier aus dem Bereich und auch ich möchte Unterstützung haben für die Personen, die hier an den Anlaufstellen arbeiten und auch für die Personen in den Notunterkünften, dass sie auch wissen, was kommt denn auf mich zu hier an evakuierten Personen. Das heißt, ein Kapazitätsmanagement von diesen Notunterkünften, das ist auch sehr hilfreich. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen hübscher nochmal malt, diesen Prozess, das heißt, ich brauche zunächst eine Verwaltung, einmal von diesen Sammelstellen, von den Anlaufstellen und von den Notunterkünften. Dann muss ich eine Lage erstellen, also eine Evakuierungslage und ich muss zum einen definieren, was ist denn das Evakuierungsgebiet, also welchen Bereich möchte ich evakuieren und wo sollen die Personen hin evakuiert werden. Dazu muss ich wissen, wie viele Personen sind denn da ungefähr wohnhaft oder da gerade vorhanden. Könnte ja auch zum Beispiel eine Veranstaltung sein, irgendwie ein großes Konzert oder solche Dinge, wo dann 50.000 Leute gleich mal mehr da sind. Und das Belegungsmanagement der Unterkünfte muss ich dann auch managen können. Und ich möchte dann auch so eine gewisse Kennzahlenstatistik haben, um das dann auch nachträglich auswerten zu können, wie gut es dann funktioniert hat. So, fangen wir mal von vorne an. Also zunächst muss ich sagen, wo ist denn eigentlich mein Problem, von wo möchte ich evakuieren?
Da habe ich wieder eine Auswahl auf einer Karte und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Zunächst kann ich direkt die Körperschaften auswählen. Also das heißt, ich kann auf Gemeinden klicken, auf Landkreise oder auf Städte. Oder ich kann auch einen Kreis aufziehen oder auch ein ganz wildes Polygon, wie wir es hier mal gemacht haben. Und das System sagt mir dann, wie viele Personen sind gemeldet in diesem Bereich. Das heißt, es sind Zensusdaten, die eigentlich recht akkurat sind, wie viele Personen da ungefähr sind. Jetzt hat man natürlich Themen wie, es ist tagsüber und die Leute sind irgendwo alle in Karlsruhe arbeiten oder nach Stuttgart gefahren oder es ist ein Konzert. Und dann muss man natürlich Pi mal Daumen irgendwie einen Korrekturwert vielleicht noch eingeben, dass ich sage, ich korrigiere das nach oben oder nach unten. Das sind nicht alles nur Schätzwerte, aber in der Krise ist es auch völlig ausreichend. Ja, man kann ja auch nochmal nachselektieren. Das heißt, wenn ich jetzt einige Körperschaften gröber ausgewählt habe, dann sehe ich nochmal alle, was liegt denn in dem Bereich alles drin hier an Gemeinden oder Städten und kann die dann auch nochmal dazu oder wegklicken. So, dann sind wir beim Zielgebiet. Also wo möchte ich hin evakuieren? Das wird im Wesentlichen ja irgendwas in der Nähe sein, das nicht zu weit weg ist, allerdings außerhalb des kritischen Bereichs. Das wäre jetzt zum Beispiel hier. Und hier habe ich die gleichen Auswahlmöglichkeiten auch wieder. Ich kann direkt die Körperschaften hier anklicken oder ich kann Kreise und Polygone aufziehen. Dann kommen wir zu den Notunterkünften. Das heißt, wenn ich jetzt das Zielgebiet ausgewählt habe, sagt mir das System automatisch, welche Notunterkünfte sind denn vorhanden in dem Bereich. Jetzt muss ich die natürlich erst eröffnen. Ne? Kann zum Beispiel eine Schulturnhalle sein. Die ist natürlich jetzt eine Schulturnhalle und nicht dafür ausgelegt, dass da Menschen hinkommen. Das heißt, da muss ein Hausmeister angerufen werden, da müssen Betten aufgebaut werden oder solche Dinge. Das läuft nicht über das System, das geht dann ganz normal über Telefon. Das ist auch absichtlich so gemacht, dass man quasi in der Krise nicht jetzt ein Hausmeister ein IT-System bedienen müsste, sondern der wird halt klassisch über Telefon dann informiert. Und dann muss man auch verfolgen können, sobald das Objekt dann auch nutzbar ist. Das heißt, man muss dann Status ändern können. Das Gleiche gilt für Sammelstellen, also da, wo die Personen den ersten Anlauf haben, die sich nicht selbst evakuieren können und die funktionieren genauso, die sind vorab definiert, festgelegt und ins System eingegeben. Das kann zum Beispiel eine Bushaltestelle sein oder ein Bahnhof und dann sehe ich hier auch, ist die aktiv, das heißt, da steht irgendwie ein Schild, dann Sammelstelle oder da man weiß, da fährt ein Bus dann auch hin und die kann man dann hier auch dann vom Status verwalten. Jetzt, wenn man nochmal in eine Notunterkunft reinschaut, da sehe ich dann auch nochmal genau, was ist die Adresse, was sind die Kontaktdaten und ich sehe dann auch hier so eine Belegungsstatistik, die dann auch historisiert wird. Das kann man dann für spätere Auswertungen auch dann verwenden und ich sehe dann auch, ob die aktiv gesetzt ist oder nicht. Und jetzt haben wir noch den Punkt, wenn jetzt Personen zu der Anlaufstelle kommen, das sind also die Personen, die so eine Anlaufstelle besetzen und das jetzt managen sollen, dass die Personen von der Anlaufstelle zu ihrer Notunterkunft kommen. Und das haben wir so ein bisschen gemacht wie ein Hotelbuchungssystem. Das heißt, wenn da jetzt angenommen mal 15 Personen laufen da auf, dann kann ich eingeben, ich brauche jetzt hier für 15 Personen eine Unterkunft. Und dann kann ich auch noch sagen, das sind zum Beispiel ältere Leute, die jetzt irgendwie schon länger mit dem Bus gefahren sind oder das sind kleine Kinder dabei und ich möchte die in der nächsten Nähe dann unterbringen. Und wir haben hier noch besondere Selektionen, wie zum Beispiel, das sind Familien mit dabei, das muss vom Bus angefahren werden können oder ich habe hier Personen mit Einschränkungen. Das heißt, die Unterkunft sollte auch behindertengerecht betretbar sein und kriegt dann diese dann nochmal entsprechend gefiltert. Es ist nicht zwangsmäßig, dass ich dann die grüne nehmen muss, weil ist ja Krise und gegebenenfalls kann man da nicht die beste Lösung haben. Aber hin, es ist eine Unterstützung, um halt schnell das Passendste auszuwählen. Und sehe dann hier zum Beispiel auch dann noch die Entfernung, wie weit es weg ist und kann das dann entsprechend einbuchen und einplanen und das wird dann einfach abgezogen von der verfügbaren Kapazität auch und auch die Personen in den Notunterkünften sehen dann, wie viele Personen auf sie zukommen demnächst. Dann das Ganze hier in der Komplettansicht hier, die man jetzt hier sieht, sehe ich es auch nochmal auf der Karte, dass man auch weiß, wo das genau ist. Das kann man dann auch ausdrucken, als Hilfe quasi den Personen mitgeben, als Zettel, damit die dann auch wissen, wo sie hinfahren sollen. Jetzt mal einen Schluck trinken. Ja, und das ist noch die Übersichtsseite für die Evakuierungslage.
Das heißt, wenn ich jetzt von ganz oben drauf schaue, auf den Blick, sehe ich dann auch den Status. Ich sehe hier nochmal, was sind denn die zu evakuieren, die Status. Wie viel Unterkunftskapazität habe ich schon eröffnet? Wie viele Hallen sind verfügbar? Und was fehlt denn noch? Was muss ich gegebenenfalls noch tun? Ich sehe, wie viele Sammelstellen, Anlaufstellen und Notunterkünfte sind schon aktiv. Und das Ganze auch immer auf der Karte dann, damit ich das hier auch dann im Blick behalten kann. Ja, so viel zu dem Ablauf und jetzt zur Benutzeroberfläche. Jetzt nochmal kurz vielleicht, wie wir das angegangen sind. Das ist das vielleicht für die Informatiker das spannendere Thema auch. Ist es auf Englisch die Ecke, weil wir den Prozess hier auch auf Englisch modelliert haben. Das heißt, das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, das haben wir diskutiert mit Experten und haben auch von allen Rollen, die jetzt eben so aufgetaucht sind, auch eine Person dabei gehabt. Das heißt, da haben wir auch das Feedback gekriegt, ob das Sinn macht oder nicht. Das heißt, macht IT-Unterstützung an der Ecke überhaupt Sinn oder nicht und was für eine Funktion wünscht man sich da in welcher Form? Dann gab es auch diesen verabschiedeten Ablauf, also der ist halt aufgrund von dieser Vereinbarung, Bundesländervereinbarung aufgesetzt wurde, sind wir auch durchgegangen und gesagt, welche Schritte davon machen überhaupt Sinn, die auch mit IT zu unterstützen. Ne? Also zum Beispiel wollte man kein Verkehrsmanagement einbauen oder solche Dinge. Ne? Das heißt, nur die hat man dann auch ausgewählt. Und ist dann die Ergebnisse, die man davon hatte, nochmal mit den Experten in der zweiten Runde durchgegangen, indem man auch schon so Mockups gemacht hat für die Benutzeroberfläche, um auch da nochmal ein Feedback zu kriegen, inwieweit das dann auch bedienbar ist. Und was wir eigentlich gerne verwenden, um so Systeme dann auch zu beschreiben und auch zu schauen, ob man da irgendwie komplett ist, ist RMODP. Ich weiß nicht, ob das jeder schon mal gehört hat. RMODP steht für Reference Model of Open Distributed Processing. Haben wir auch in vielen EU-Projekten sehr erfolgreich eingesetzt, indem man ganz verschiedene Partner zusammenkriegen muss, um ein System zu bauen. Und das Schöne daran ist, dass es mit 5 Sichten arbeitet, die man auch gleichzeitig bearbeiten kann. Also man muss da nicht irgendwie jetzt stringent durchgehen, à la Wasserfall, sondern man kann sagen, okay, ich arbeite hier am Enterprise Viewpoint, also den eigentlichen Business Use Cases, würde man sagen, den Anforderungen. Dann kann ich aber auch parallel schon mal sammeln, welche Informationen habe ich denn verfügbar oder mit welchen Informationen arbeite ich denn. Dann auch, welche Technologien möchte ich denn einsetzen, ist vielleicht teilweise auch schon vorab gesetzt oder nicht. Die kann ich auch dokumentieren. Dann, wie läuft dann der Betrieb, also welche Rechner brauche ich, läuft das irgendwo im Rechenzentrum, soll das gehostet werden, will ich Docker oder solche Dinge, kann man sich da überlegen. Und dann schließlich noch die Algorithmik, also was brauche ich für Berechnungen und solche Dinge im System. Und wie gesagt, das Schöne daran ist, ich kann da auch parallel an verschiedenen Ebenen arbeiten, muss jetzt nicht irgendwie stringent da durchgehen. Und trotzdem, es führt dazu, dass man eigentlich so alle Aspekte berücksichtigt und auch schon früh an diese denkt, wie zum Beispiel, dass man nicht am letzten Tag sich erst überlegt, wie betreibe ich das eigentlich, sondern dass man das auch schon parallel angehen kann. Und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, schon in vielen Projekten auch. Ja, und dann auch diesen Workflow, den wir jetzt hier in den ganzen Bildern gesehen haben, den haben wir ja auch im BPMN-Modell hier erfasst, um das auch nochmal zu verifizieren. Gerade die verschiedenen ganzen Rollen, die beteiligt sind, dass man die auch abgedeckt hat und nichts vergessen hat. Und das haben wir aber nur intern dann einfach nochmal referenziert. Ja, was ist die Software, die da jetzt eigentlich läuft? Also wir haben ein System, nennt sich WebGenesis, das wir auch schon seit 20 Jahren eigentlich immer weiterentwickeln. Hat mal als ein einfaches Content-Management-System angefangen. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr Stand der Forschung, weil wir versuchen ja immer auch aktuelle Sachen zu implementieren oder zu verwenden als Forschungsinstitut. Deshalb haben wir mittlerweile Schwerpunkte im System drin. Und diese zwei sind diese hier, nämlich das eine ist Geo-Services. Das heißt, dass wir sehr einfach alles, was referenziert ist, irgendwie mit offenen Standards einbinden können. Also wir unterstützen fast alle Standards, die vom Open Geospatial Consortium kommen, seien es für Sensordaten. Da haben wir auch ein Open-Source-Produkt, den Frost-Server. Falls jemand IoT-Daten verwalten möchte, einfach mal nach Frost suchen, implementiert diesen SensorThings-Standard.
Wir können auch WMS und alles Mögliche auf einer Karte anzeigen. Und das heißt, man kann sehr leicht auch weitere Informationen in so ein Krisensystem einbinden, die vielleicht kurzfristig einfach hochkommen. Wie zum Beispiel, wenn man sagt Corona, da möchte ich jetzt irgendwie, wie ist die Corona-Lage, diese Daten muss ich schnell auf die Karte bringen. Die gibt es aber schon beim RKI. Dann könnte ich einfach das RKI-Layer zusätzlich einblenden. Das heißt, solche Vorteile hat man dann, wenn man solche offenen Standards hier unterstützt. Und da verwendet man auch Ontologien. Ich weiß nicht, ob jeder diesen Begriff kennt, also so ein Begriffsvorrat, der vernetzt werden kann. Und da gibt es auch bestimmte Erweiterungen für, die georeferenziert sind. Das heißt, ich kann da recht komplexe Wissensnetzwerke kann ich da einbinden und auch externe Sachen integrieren ins System. Zum Beispiel Wikidata oder sowas könnte man einbauen, indem man externe Anfrage auf das System absetzt. Und die könnte man auch wieder auf der Karte repräsentieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Wikidata sind da zum Beispiel auch viele Schuldaten oder solche Sachen drin, wo sind Museen, wo sind Kirchen, solche Sachen, die können wir sehr schnell verfügbar machen in solchen Systemen dann. Ja, hier noch eine ganz, ganz grobe Übersicht über das System, also die eigentliche elektronische Lagedarstellung. Dann verwenden wir GeoServer, ist ein Open-Source-Produkt auch, über das ich sehr einfach auch weitere Kartenlayer verfügbar machen kann. Und wir binden dann extern auch über OGC-Dienste die ganzen verschiedenen Karten ein von der LGL, die das als Dienst bereitstellen. Und es gibt, wie schon gesagt, auch die Verbindung zur elektronischen Lagedarstellung im Umweltministerium, über die dann automatisch die radiologischen Lagen auch gepusht werden in die ELD vom Innenministerium. Ja, wir haben das Ganze auch, also Zeus, jetzt nochmal haben wir auch einen Live-Test gemacht mit allen verschiedenen Nutzergruppen, mit zwei Gemeinden haben mitgespielt, eine Stadt, die Regierungspräsidien und das Innenministerium. Das heißt, man hat alle Rolle mal testen können, was sehr hilfreich war, um nochmal ein paar kleine Details dann gerade zu ziehen und hat wirklich das Ganze durchgespielt mit den Sammelstellen, Kontaktstellen, die eröffnet, geschlossen und die ganze Story einmal durchgearbeitet. Der Test war sehr erfolgreich und ist zurzeit in Produktion seit letztem Jahr. Und wir haben es zum Glück noch nicht gebraucht und wir drücken alle die Daumen, dass man es nie braucht. Aber wenn es denn notwendig wäre, dann wäre es jetzt auch verfügbar. Ja, ich hoffe, es war nicht zu viel Information in der kurzen Zeit. Ein Ritt durch das System und die elektronische Lagedarstellung. Und wenn Sie Fragen haben, dann freue ich mich, sie zu beantworten. Dankeschön. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Wir haben mehrere Fragen schon gestellt im Chat, beziehungsweise ich bin mir sicher, da kommen noch mehr Fragen. Meine erste Frage wurde auch schon beantwortet, ob nur die Einwohner letztendlich da dran kommen oder nur die Behörden. Also wem steht das zur Verfügung? Da hat man schon geantwortet, der Herr Schenk, danke dafür, dass das System nur für den Behörden zur Verfügung stellt. Das heißt, die Einwohner würden zum Beispiel das selber gar nicht erfahren und dann irgendwelche Stationen dann selber anlaufen können, wie sie das vorhin vorgestellt haben. Genau, es ist nur für die Krisenstäbe, die Herausgabe der Mitteilen, die erfolgt über die jeweilige Warninfrastruktur im Land. Das sind die ganzen Wege, die es ja gibt, also Radio, Fernsehen, die diversen Warn-Apps und was man alles so hat. Das ist außerhalb von dem System. Also das System dient wirklich nur für die Synchronisation der Krisenstäbe auf den verschiedenen Ebenen. Okay, vielen Dank. Jan, du hattest schon eine Frage. Möchtest du dir selber stellen oder soll ich vorlesen? Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Was mich interessiert hat, ist, Sie hatten am Anfang gesagt, die Systeme waren durch die Flüchtlingskrise und jetzt eigentlich so quasi im Dauereinsatz. Hat man denn zur Bewältigung dieser, das sind ja auch, glaube ich, nicht ganz die gleichen Herausforderungen wie bei der Evakuierung, aber man muss ja auch Personenströme quasi managen. Hat man da so ein ähnliches System benutzt und aufgesetzt oder vielleicht sogar eben dieses, was Sie gerade präsentiert haben? Ja, genau. Also diese ganzen Krisen, die ich am Anfang gezeigt hatte, die wurden alle über die ELDBS abgewickelt. Man hat halt damals jetzt noch nicht die Unterstützung gehabt von der Evakuierung, also wie 2015 die Flüchtlingskrise war. Aber jetzt für die Ukraine-Flüchtlinge wird es schon benutzt dann auch. Also da kann ich dann auch schon schauen, wie viele Personen sind denn wo schon untergebracht.
Damals 2015 hat man halt nur die Meldung verwendet. Ne? Das heißt, es stand dann textuell drin und es war halt in der Farbe signalisiert. Das heißt, wenn zum Beispiel alles belegt ist oder überfüllt, dann war es halt orange oder rot. Das heißt, da hat man dann auch von der Karte schon gesehen, wo habe ich eventuell noch Platz, um Leute hinzuverteilen oder wo ist alles schon überfüllt. Danke. Die nächste Frage haben wir von Jörg Hens. Magst du sie selber stellen oder soll ich machen? Ich kann sie gern stellen. Ich kenne das System ja sogar schon so ungefähr, aber von früher. und zwar wäre meine Frage, wie geht man in so einem eher strategischen System mit vielen privaten Initiativen um oder auch spontanen Aktionen, wenn Firmen sagen, wir machen unsere Lagerhalle auf und bauen da Betten auf für 10.000 Leute. Wie kann man, ich sag mal, so kurzfristige Änderungen, die ja eigentlich ursprünglich nicht geplant waren, dann da noch reinbekommen? Ja, Herr Springer, möchten Sie da was dazu sagen vielleicht? Ja, das kann ich eben machen. Vielen Dank. Es ist so, dass die Informationen aus der Fläche bei den unteren Katastrophenschutzbehörden beziehungsweise bei den Stadt- und Landkreisen eingehen und dort in das System eingepflegt werden können. Zentrale Ansprechpartner haben wir auch im Innenministerium jetzt auch aktuell eingerichtet für die Ukraine-Krise, an die man sich wenden kann. Und dann wird es von diesen über das System auch gemanagt. War das ausreichend? Genau, das war ausreichend. Mir ging es eigentlich darum, dass man ja auch, ich sag mal, eine sehr hohe Dynamik an der Stelle ja irgendwie managen muss. Ja, korrekt. Dankeschön. Ich sehe eine Meldung, Jörg, bitteschön. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Das Ganze war jetzt sehr, sehr Baden-Württemberg-zentrisch. Jetzt eine Krise bezieht sich ja nicht nur auf Baden-Württemberg, sondern die ist ja überregional auch. Haben die anderen Länder andere Systeme? Gibt es da Konkurrenz? Könnte integriert werden? Wie passt alles zusammen? Was gibt es on top nochmal drauf? Ja, willkommen im Föderalismus. Genau so ist es oder auch nicht. Ich glaube, da können wir ein bisschen stolz sein, dass Baden-Württemberg da wirklich führend ist. Also es ist jetzt, man hat es ja wirklich gesehen jetzt in dem Jahr, was passiert ist, wie schlecht andere Länder aufgestellt sind und wo einfach nichts vorhanden ist. Nach unserem Kenntnisstand gibt es da auch sehr wenig in dem Bereich. Also was viele haben, sind die normalen, also in Anführungszeichen normalen, die Einsatzlagesysteme, die halt direkt vor Ort die Dinge, die Einsätze koordinieren. Aber so diese strategische Teilung zwischen den Ebenen, die zu unterstützen, ist uns sehr wenig bekannt. Wir haben auch Kontakt zum BBK. Also BBK ist ja die deutschlandweite Organisation, die jetzt sich jetzt auch verstärkt darum kümmern soll, um das Thema. Das soll es auch so ein nationales Lagebild geben können. Aber das ist alles noch nicht spruchreif und noch nicht durchgeführt, weil bisher, oder es ist ja eigentlich immer noch so, die Länder sind zuständig für diese Krisenbewältigung. Was man auch noch dazu erwähnen kann, es sind ja nicht nur die deutschen Länder, die jetzt angrenzen an Baden-Württemberg. Wir haben ja auch noch andere Nachbarn. Und auch da gibt es dann die Koordination. Also ich kann auch Notunterkünfte oder Anlaufstellen im Ausland anlegen im System. Die werden dann aber über Telefon ausgemacht. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, im Nachbarland in der Schweiz und da gäbe es eine Notunterkunft, dann will ich auch nur sagen, das sind 2000 Stellen, die bereit, aber nicht jetzt exakt, wo die vielleicht sind. Das würde dann im anderen Land koordiniert werden müssen. Aber man hat zumindest eine Schnittstelle, wo man sagt, man übergibt eine gewisse Information darüber. Ne? Aber da ist ganz viel Luft nach oben. Da kann man viel, viel noch tun in Europa auch. Da gibt es Initiativen, aber ich denke, das braucht alles seine Zeit einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr, sehr viele Datenmengen hier erfassen. Kann man sagen, wie viel Zeit vergeht bis zu der Meldung eines Vorfalls, bis so das ganze System aufgesetzt ist und jemand das als Ausdruck mit, dass ich das jemand mitgeben könnte? Das System ist immer betriebsbereit, also es ist im Dauereinsatz. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das erst hochfahren muss und starten.
Weil es ist ja auch so eine Erkenntnis aus dem Krisenmanagement. Systeme, die ich nur in der Krise verwende, die werden in der Krise nicht funktionieren, weil die Leute sie nicht verstehen. Das heißt, das System ist immer in Benutzung. Das heißt, da gehen auch einfache Meldungen rüber, dass die Leute, die diese Rollen einnehmen in den verschiedenen Instanzen, die arbeiten da regelmäßig auch mit dem System. Das heißt, es ist auch immer verfügbar und im Betrieb eigentlich. Ne? Das heißt, man kann einfach sagen, ich eröffne die Lage. Das können auch alle Ebenen machen. Das heißt, wenn ich eine Überschwemmung habe in einem Dorf, kann ich oder in der Stadt, kann ich sagen, dort wird die Lage eröffnet. Und dann wird es erst eskaliert, wenn es jetzt mehrere Städte oder mehrere Landkreise übergreifend ist, dann wird es nach oben eskaliert und dann wird es regierungsbasiert und das Sidium das übernehmen und die Lage dort auch sichtbar machen. Oder halt, wenn es was ganz Schlimmes wäre, bis zum Innenministerium hoch. Okay, aber das ist eine gute Erkenntnis, weil letztendlich, wenn wir sagen würden, wir müssen sehr, sehr viele Daten erfassen, dauert das tatsächlich seine Zeit, bis es überhaupt anfährt. Und so wie Sie gerade gesagt haben, wenn es die ganze Zeit da wäre und jeder kann damit direkt, also jeder von den Behörden, kann das dementsprechend direkt verwenden, dann geht tatsächlich die Zeitspanne, bis etwas passiert tatsächlich, wird relativ klein dementsprechend. Ja, also vielleicht nochmal zwei Kommentare dazu. Das eine ist, diese ganze Anlaufstelle, das muss eigentlich alles im Vorfeld geplant sein. Das heißt, die sind alle schon erfasst. Die werden jetzt nicht erst eingegeben, wenn jetzt ein Problem ist, weil dann, das wird ja alles nicht funktionieren. Weil es muss ja auch geplant werden, wer ist dafür zuständig, ne? Wer stellt die Betten auf und diese die ganze Fragestellung. Das andere ist, man muss sagen, es ist kein Echtzeitsystem. Es ist also nicht der Einsatz vor Ort, sondern es ist die strategische Ebene. Das heißt, da sind wir jetzt nicht irgendwie in Minuten, sondern eher in Stunden dann unterwegs auch. Okay, sehr schön, Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Jörg, bitte. Ich habe noch, ja, super spannendes Thema, können tausende Fragen stellen. Ja. Aber gerade wenn man über so ein System spricht, das Krisen bewältigen soll oder helfen soll, gibt es irgendwelche Anforderungen? Also sicher gibt es die Anforderungen bezüglich Georedundanz, wie das System aufgestellt ist, aber auch Konsistenzerhalt der Daten angenommen, ein Teil, also wahrscheinlich wird es verteilt irgendwo sein. Ich will das ja auch an verschiedenen Standorten nutzen können und immer die gleiche Sicht auf die Daten haben. Gibt es irgendwelche Mechanismen, um Konsistenzen der Daten herzustellen oder die wieder zu rekonstruieren oder ähnliches? Sind da Mechanismen eingebaut? Ja, aber da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, wo die Systeme stehen oder wie das, aber das ist redundant ausgelegtes System und wird auch vorgehalten und ja, also da guckt man auch drauf. Okay. Genau, wir nehmen ja die Veranstaltung auf, die Aufnahme wird den Sprechern später geschnitten und zur Verfügung gestellt. Sie entscheiden dann, ob sie diese Aufnahme auch freigeben wollen oder auch nicht und da können wir auch alles Mögliche auch rausschneiden, wenn etwas zu viel gesagt wurde oder zu irgendwo an einer Stelle dann auch Informationen weitergegeben werden, die jetzt nicht veröffentlicht werden sollten. Genau. Ansonsten von meiner Seite her gibt es keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Das war ein sehr spannender, also ich bin der Meinung, jetzt in der aktuellen Lage sowieso kommt man ohne solche Werkzeuge gar nicht mehr ohne diese Werkzeuge und letztendlich ist es sehr, sehr schön, dass Sie sowas aufgebaut haben. Ja, danke. Nochmal danke, dass ich hier eingeladen wurde. Und wenn es noch Fragen gibt, irgendwie kann man auch gerne auf mich direkt zukommen im Nachgang. Vielen Dank dafür. Okay, da würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Sprecher. Das ist Herr Dr. Andreas Schäfer vom KIT und vom RiskLayer. Genau, wir kennen es schon vom KIT. Jetzt wäre natürlich die Frage, was jetzt hier die Pandemie der Zahlen, was da die Datenanalyse in Zeiten von Corona letztendlich soweit ermöglicht, beziehungsweise was genau RiskLayer oder auch am KIT soweit hier auch gemacht wird. Wir freuen uns sehr über den Vortrag und die Folien sehen wir jetzt noch nicht. Ich bin dran. Moment. Jawohl. Jetzt wird schon geteilt. Wir da sehen die Folien. Bitte schön. Gut, ja. Erstmal Dankeschön, dass ich heute hier sprechen darf. Alex hat mich ja vor ein paar Monaten eingeladen. Und die Pandemie ist in einer neuen Phase und da ist es auch für uns interessant, mal ein bisschen eine
Retrospektive zu gehen. Wir haben im Grunde die Pandemie von Anfang an datentechnisch begleitet. Wer ist wir? Das werde ich auch gleich erklären. Aber ich kann direkt mal von Anfang an, im Grunde das Ende der Geschichte spoilern. Wir machen das heute nicht mehr. Wir haben am 10. März die Dienstleistung eingestellt. Aus verschiedenen Gründen komme ich später dazu. Aber das Interessante ist natürlich, wie haben wir uns da über diese fast 2 Jahre hinweg bewegt? Was waren da die Ansätze? Was waren da für Herausforderungen? Und warum wir? Warum haben wir das überhaupt gemacht? Ist natürlich erstmal die Frage, wer ist überhaupt RiskLayer? Und kurz gesagt, RiskLayer ist eine Ausgründung aus dem CDIM, dem Center for Disaster Management and Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, eine Art virtuelles Institut, das verschiedene Disziplinen am KIT, auch von der Geophysik über die Meteorologie, über Technologiefolgenabschätzung, Geodaten und so weiter an einen Tisch bringt, um Risiken von Naturkatastrophen besser zu verstehen, besser zu managen und auch akute Situationen konkret zu betrachten. Da waren wir auch letzten Sommer rund um das Ahrtal-Hochwasser zum Beispiel wieder beschäftigt. Und RiskLayer wurde im Spätjahr 2014 wurde das von insgesamt 5 Personen aus dem CDIM-Spektrum gegründet. Ich bin einer der Mitgründer davon. Ganz besonders erwähnen möchte ich James Daniel, der auch die Corona-Dateninitiative maßgeblich ins Leben gerufen und begleitet hat. Ich selber bin eher so auf der Modellierungs- und IT-Geschichte unterwegs, aber habe auch hier an verschiedenen Stellen mitgearbeitet. Man könnte sagen, wir sind eine Art Think Tank, auch wenn wir versuchen, das ein oder andere Produkt auf die Straße zu bringen. Aber im Grunde, was machen wir? Wir machen Risikoanalytik und Management für unter anderem den Privatsektor, aber auch für NGOs, teilweise auch Regierungen und versuchen eben das Verständnis für Naturgefahren primär aufzubereiten und das auch oft in den sektoriellen Kontext zu setzen. So war zum Beispiel eine unserer Themen, ging es darum, wie sind überhaupt Weinanbaugebiete von Naturkatastrophen betroffen, was sind das für Risiken, wie kann man sich da besser dafür wappnen. Als Badener bzw. teilweise Wahlbadener in der Firma ist das natürlich nicht ganz uneigennützig zu wissen, wo der Wein zukünftig noch besser wächst und wo nicht. Und aus diesem Spektrum heraus haben wir angefangen, Corona-Daten mehr oder weniger zu sammeln und zusammenzustellen und haben im Januar 2020 das vor allem auf regionaler Ebene gemacht. Also die meisten Datenaggregatoren, die da im Anfang 2020 entstanden sind, am berühmtesten ist, denke ich, die Johns Hopkins University, die das weltweit gemacht hat, das war vornehmlich auf Landesebene. Und wir haben von Anfang an versucht, so gut es geht, eben diese Daten auch auf Landesebene, also Bundeslandesebene zusammenzustellen, um da halt auch regionalspezifisch klar herausstellen zu können, wo sind denn eigentlich die tatsächlichen Hotspots der Corona-Pandemie. Das war ja gerade zu Beginn, bis letzten Weihnachten war das ja noch sehr, sehr wichtig, klar zu identifizieren, wo sind denn eigentlich die Risikogebiete, wo breitet sich das Virus denn akut am stärksten aus. Und in der Summe waren das dann über 700 Tage, wo wir auf subnationaler Ebene, auf Distriktebene, in Deutschland spezifisch auf Landkreisebene die Daten zusammengestellt haben. Das war letzten Endes, haben wir da eigentlich nichts anderes gemacht, als von den über 400 Landkreisen, die es in Deutschland gibt, haben wir die Daten der Kreisgesundheitsämter in eine übersichtliche Datenbank zusammengeschoben. Wir haben die Daten geprüft, wir haben auch Nachträge und so weiter eingepflegt und so eine recht konsistente Entwicklungskurve der kompletten Pandemiedynamik, vor allem der Infektionsdynamik dargestellt.
Ja, da stellt sich die Frage, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ich bin selber Geophysiker und ich glaube, es gibt kaum ein Feld, wo man weiter weg von Pandemien sein könnte. Gut, es gibt noch viele weitere, aber als jemand, der sich Tag ein, Tag aus eher mit Erdbeben und Tsunamis beschäftigt, ist eine Betrachtung von Infektionskrankheiten jetzt vielleicht nicht das Naheliegendste. Aber wir sind sehr datenaffin von unserer Disziplin her. So ist auch im Rahmen von RiskLayer, beziehungsweise auch schon in den Jahren davor, eine Datenbank entstanden, die nennt sich CATAT. Die wächst seit dem Jahr 2013 und ist eigentlich die größte Katastrophendatenbank, die auch die sozioökonomischen Auswirkungen von Naturkatastrophen beinhaltet. Das heißt, wie viele Menschen sind zu Schaden gekommen, wie viele wurden obdachlos, was sind denn die monetären Schäden, die entstanden sind und überhaupt, was man generell für Informationen drumherum um ein Katastrophenereignis bekommt. Da wurden jetzt über die Jahre hinweg zehntausende Quellen verarbeitet aus über 90 Sprachen und beinhaltet mehr als 100.000 Einzelereignisse, die wir seither aufgezeichnet haben. Das ist primär ab dem Jahr 1900, man sieht es ja rechts in der Abbildung, aber auch teilweise historische Daten. Und wenn wir gerade auch historische Ereignisse haben, versuchen wir nach Möglichkeit auch die Schadensschätzung dann auch inflationsbereinigt darzustellen, dass auch das irgendwo in Relation gesetzt werden kann. Wenn sich ein Erdbeben im Jahre 1924 oder sowas ereignet hat, was bedeutet denn der Schaden von damals in den Zahlen von heute? Da nutzen wir verschiedene Methoden, Scraping, KI, Machine Learning, wo denn überhaupt möglich ist, und bauen diese Datenbankseite auf. Das heißt, dieses Arbeiten mit vielen Statistiken liegt uns mehr oder weniger im Blut. Seit 2008 arbeiten dann auch verschiedene Akteure aus dem RiskLayer-Spektrum dann auch an der Entwicklung von eben Schadensmodellen. Das heißt, wir tun nicht nur die Daten, die Schäden, die historisch aufgetreten sind, als Statistik sammeln, sondern wir versuchen auf Basis dieser Statistiken und auch numerischer Simulationen dann auch eine monetäre Schadensschätzung zum Beispiel abzuleiten. Da, wenn recht früh, wenn die Sachlage von der Naturkatastrophe noch gar nicht so bekannt ist, können wir oft schon in einem bestimmten Fehlerbereich, ich mache mal bei mir das Fenster zu, da gibt es so eine andere Sache, können wir in einem gewissen Fehlerbereich eben auch die Schadensauswirkungen von so einem Ereignis abschätzen. Als Teilprodukt davon ist auch die GRADE-Methode entstanden, Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation, die heutzutage von der World Bank verwendet wird, um vor allem schnelle Schadensschätzungen für Entwicklungsländer bereitzustellen, um möglichst zeitnah auch Gelder für Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Also da sind wir auch dann eben auf UN-Ebene in diesen Katastrophenschadensschätzungen aktiv. Und klar, wer sich mit solchen Themen auseinandersetzt, da wird dann auch ein oder andere Newsmedium dann auch darauf aufmerksam. Von BBC bis Baden TV haben wir schon das ein oder andere Coverage bekommen. Eine wichtige Herausforderung, wenn man mit solchen Daten arbeitet, ist, dass man sich nicht zwangsläufig auf deutsch- oder englischsprachige Quellen verlassen kann. Das haben wir auch vor allem im asiatischen Raum, aber auch Süd- und Mittelamerika ist es relativ normal, dass wir eben auch Quellen in den regionalen Sprachen entsprechend abrufen und bearbeiten müssen. Ich musste das jetzt zum Glück noch nicht machen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht alles im Detail vorlesen, aber es ist durchaus schon vorgekommen, dass sich der ein oder andere Kollege sich mal in Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch oder Chinesisch mal einarbeiten musste, um zumindest die grundlegenden Begrifflichkeiten verstehen zu können. Also welche Zeichen bedeuten Obdachlose, Todesfälle etc. Ja, und aus diesem Spektrum heraus kam es dann, also wir betrachten normalerweise eben diese Naturkatastrophen. Im erweiterten Sinne haben wir auch, als sich das Tohoku-Erdbeben und der Tsunami ereignet hat, dann auch die Nuklearkatastrophe ein Stück weit mit betrachtet. Aber primär ist unser Arbeitsbereich wirklich Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche, Überflutungen etc. Und
ja, aus dieser Perspektive haben wir uns dann mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Und das hier war der erste fachliche Artikel, der in China damals aufgetaucht ist, der eben dieses Virus, also es ist eine, ich glaube, neuartige Grippeerkrankung, hieß es damals, identifiziert hat. Und die, ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Wir haben das mal beobachtet, das begann ja Ende 2019, als in Asien, vor allem in China, die ersten Fälle aufgetreten sind und dann das langsam nach Europa rübergekommen ist. Und wir machen seit einigen Jahren am KIT eine Vorlesungsreihe, die nennt sich Geologic Hazards and Risk, wo wir eigentlich eben die, was ich eben angesprochen habe, diese klassischen Naturkatastrophen uns anschauen, vor allem die geologischen, aber die Studenten bearbeiten da dann auch dann Projekte am Ende davon. Und ein Teil dieser Arbeit dann auch dann von unserer Seite war auch gewesen, auf aktuelle Katastrophenentwicklungen einzugehen. Und da war dann die Betrachtung dieser sich gerade im Anfang beginnende weltweite Katastrophe des Coronavirus, haben wir da dann im Grunde spontan als Vorlesungsobjekt auserkoren, also noch in den letzten Vorlesungswochen Ende Januar, Anfang Februar. Und aus dieser ja recht jungfräulichen Betrachtung, was die Corona-Daten damals aus China hergaben, ist dann unsere Corona-Analyse entstanden. Als dann in Deutschland die ersten Fälle aufgetreten sind, das war, glaube ich, Anfang Februar, wenn ich mich recht erinnere, haben wir dann auch hier angefangen, die einzelnen Fälle statistisch zu in einer Tabelle halt zusammenzutragen, um eine Übersicht zu bekommen, und haben am 3. März für uns intern eine erste Karte produziert. Und zwei Tage später dann entschieden, das macht durchaus Sinn, das zu publizieren, haben dann die Karte mit ein bisschen Kontext dann ab dem 5. März haben wir die dann anfangs noch nicht ganz, aber später dann täglich auf Twitter und Facebook veröffentlicht und dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir das mit unserer eigentlichen Arbeitslast gar nicht hinkriegen. Das ist zu viel, also da gingen einige Stunden Arbeit jeden Tag anfangs drauf, das für zwei, drei Personen, vor allem eine erstmal am Anfang primär. Und als dann auch die immer mehr Landkreise Corona-Fälle gemeldet haben, war es klar, dass wir das nicht alleine stemmen können. Und wir haben das Ganze dann in eine Open-Data-Initiative umgewandelt, haben dann über ein Google-Doc, das wir für ein paar Leute dann freigegeben haben, die uns dann freiwillig unterstützen wollten, das Ganze in eine Crowdsourcing-Initiative umgewandelt. Zusätzlich ging dann am 23. März noch unsere Website dazu online, der CDemon Risk Layer Explorer. Persönliche Anekdote dazu, ich hatte am 18. März noch eine Hand-OP, das heißt, ich habe in den 5 Tagen danach dann einhändig diese Webseite runtergeschrieben. Das will ich auch eigentlich nie wieder machen, aber kurz darauf ging auch der Lockdown los. Auch vieles, das wir eigentlich nie wieder haben wollten, aber trotzdem immer wieder bekommen haben. Genau, also ab dem Grunde 16. März war dann im Grunde diese Dateninitiative da. Und warum das alles überhaupt? Das Problem war eigentlich, dass das RKI anfangs mit dieser Datenbetrachtung ehrlich gesagt überfordert war. Das ist aber auch nicht weiter überraschend, weil das ist nicht deren Hauptaufgabe, wenn man sich das Arbeitsprofil vom RKI anschaut. Und da war einfach diese statistische Auswertung, dieses Datensammeln, Zusammenstellen etc., das war eher in unserer Natur gewesen und wir müssen uns da auch nicht an irgendwelche bürokratischen Meldekettenstrukturen handeln. Wir haben die Daten abgerufen, soweit sie auf der Website standen. Und es hat dann dazu geführt, dass wir gerade während der ersten Welle teilweise unsere Daten 3 Tage früher zur Verfügung stellen konnten, als das RKI. Das RKI hat gerade da damals noch, also erstmal hat im Grunde das Kreisgesundheitsamt hat die Daten als Landesgesundheitsamt gemeldet. Die haben gewartet, bis alle Kreise gemeldet haben und dann haben das Landesgesundheitsamt als RKI gemeldet. Dann haben die wahrscheinlich noch gewartet, bis alle Länder gemeldet haben und da können schon mal 3 Tage vergeben und zwischendurch geht vielleicht auch mal ein Fax verloren. Das hat sich natürlich über die Monate hinweg verbessert.
Also der Meldeverzug beim RKI ist teilweise auf bis zu 12 Stunden runtergegangen. Und auch heute ist da eigentlich es ist nicht mehr ganz so relevant, diese Statistiken tagesaktuell zu haben. Aber damals, als diese Pandemie noch relativ neu war und es vor allem wichtig war, schnell zu identifizieren, wo sind denn die Hotspots? Wo sollte man in Quarantäne, Eindämmungsmaßnahmen etc. ergreifen? Da können so 2-3 Tage Verzug, können da schnell einen gewissen Unterschied machen. Und die Datenlage war gerade am Anfang auch ein bisschen unübersichtlich, aber da haben wir versucht, dann auch, wenn, wie gesagt, auch die Gesundheitsämter waren ja teilweise überfordert mit dem ganzen Melden. Und wenn dann Nachmeldungen wenn heute eine Meldung kommt, wo dann drin wird, ja, wir haben unsere Daten von vor 3 Tagen nochmal korrigiert, dann haben wir das eben auch in unseren Daten entsprechend eingepflegt. Das hat das RKI zum Beispiel auch nicht immer gemacht. Das heißt dann immer, die haben dort immer dann die tagesaktuelle Meldung genommen, egal ob diese Fälle, die heute dazugekommen sind, eigentlich schon 3 Tage alt sind. Das heißt, der Zeitverlauf vom RKI war da auch nicht so ganz sauber gewesen. Aber wir waren nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Data Analytics ist nicht umsonst ein regelrechter Volks- und IT-Sport geworden. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Experten weltweit. Und jede Menge Initiativen in Deutschland, international, haben Corona-Daten gesammelt, zusammengestellt und im Web zur Verfügung gestellt. Und was haben wir dann insgesamt spezifisch gemacht? Unser Primäraufgabenfeld war, dass wir die Corona-Daten auf Landes- und Landkreisebene darstellen und zusätzlich, wo verfügbar, auch und auf Landesebene, also Bundeslandsebene, dann auch weltweit oder mindestens europaweit ebenfalls die Corona-Daten darstellen. Das Ganze eben, wie gesagt, unter einer Crowdsourcing-Initiative. Und wenn man schon so fleißig Daten sammelt und im Grunde pro bono öffentlich zur Verfügung stellt, dann werden da auch natürlich schnell Nachrichten und Nachrichtenportale darauf aufmerksam. Wir haben gerade am Anfang viel mit dem Tagesspiegel zusammengearbeitet. Die haben ein sehr, sehr tolles Innovation Team oder wie die sich genau nennen, aber die haben dann ein paar sehr fitte Leute, mit denen wir da auch gerade am Anfang die Crowdsourcing-Initiative gut mitbegleiten und weiterentwickeln konnten. Es gab dann auch diverse Anfragen von Unis, von Firmen, von anderen Medien, denen wir dann die Daten auch entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Wir haben sie selbst auf unserer Webseite dargestellt. Und generell, wenn irgendwelche Anfragen kamen, was Corona-Daten, Datensammlung angeht, haben wir die nach Möglichkeit auch immer beantwortet. Also eins muss man nochmal klarstellen, wir haben streng genommen damit keinen Cent verdient. Wir haben das alles pro bono gemacht. Anfangs war man aus dem Interesse heraus, später aus einer gewissen, ich nenne es mal, wissenschaftlichen Verpflichtung, da auch was zurückzugeben. Wir hatten einen Spenden-Button, so einen Coffee-Link, wo man für 3 Euro uns einen Kaffee ausgeben kann, auf der Website gehabt. Und das war's. Sonst haben wir nirgendwo in diesem Kontext Corona irgendwo Geld erhalten. Und das waren dann die Ergebnisse. Und diese Ergebnisse waren dann im Grunde solche Karten, die wir da veröffentlicht haben. Hier links vor allem der Zeitraffer von den anfänglichen von der anfänglichen Verteilung des Coronavirus. Damals haben wir noch wirklich der Gesamtzahl der infizierten Personen gerechnet. Aber man sieht auch da, wir mussten mehrfach unsere Kollabar angleichen, also unsere Legende, weil natürlich immer mehr Infektionen dazugekommen sind. Und ja, am Anfang war die Karte noch sehr blau und grün, aber das hat sich auch mit der Zeit verändert, ging ins Rote und später mussten wir sogar 4-mal unsere Farbskala erweitern ins Lila, eine Schwarze und am Ende war einfach alles nur noch weiß, weil die Infektionen auf über eine 1500er-Inzidenz gestiegen sind. Wir haben die Daten dann primär über Twitter veröffentlicht, ein Stück weit auch auf Facebook, aber Twitter war so ein bisschen die Hauptplattform, wo wir mit den Leuten in Interaktion getreten sind. Da hat sich auch eine sehr fleißige Community gebildet. Das sind auch viele von den Freiwilligen, die dann beim Crowdsourcing mitgeholfen haben, hergekommen.
Und wir haben die Inzidenzkarten rausgehauen, wir haben verschiedene Metriken, Landesstatistiken, Todesfälle, Veränderungen zum Vortag, zur Vorwoche etc. darauf reingebracht und natürlich auch immer auf die eine oder andere Art und Weise auch unsere ganzen Unterstützer, die da mitgeholfen haben, erwähnt und entsprechend gelobt. Ab und zu kamen zwischendurch auch noch Karten für den europäischen oder globalen Kontext. Und auch wenn irgendwie neue Erkenntnisse gekommen sind und das hat gerade auch gepasst, dass wir da auch was dazu twittern, haben wir auch da unsere Einschätzungen geteilt. Eine Anekdote dazu, unser Twitter-Account hatte zum Jahreswechsel 2019-2020, ich glaube so um die 100 Follower, mittlerweile sind es knapp 60.000, also knapp drunter, 958x irgendwas. Also das hat durchaus Wellen geschlagen, was wir zugegeben nicht ganz so vorhersehen konnten. Aber man sieht, die Leute wollten solche Informationen, da war ein großer Bedarf danach. Und wie gesagt, viele Nachrichtenmedien haben das auch aufgegriffen. Wir haben vor allem mit dem Tagesspiegel zusammengearbeitet, aber auch mit der BNN hier regional und sind so auch dann zu einer gewissen Quelle für viele weitere Nachrichtendienstleister geworden. T-Online, ZDF, Top ARD hat uns auch mal referenziert. Irgendwann hat es auch mal der Lanz und irgendwas von Risklayer erzählt. Also unsere Daten wurden publik, sagen wir es mal so. Die wurden dann aber auch von anderen Datenaggregatoren wiederum weiterverwendet. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Gerade in so einer Katastrophenlage ist es wichtig, dass möglichst viele mit solchen Daten weiterarbeiten können. Es kann immer wieder neue Erkenntnisse herauskommen, wo jetzt eine kleine Gruppe, wie wir es zum Beispiel sind, vielleicht nicht drauf kommen. So hat, glaube ich, Conterra war es, die man hier rechts im Bild sieht. Die haben auch dann immer einen Vergleich zwischen den aktuellen RKI-Daten, aktuellen Risklayer-Daten zum Beispiel gemacht. Das war auch recht interessant zu sehen. Was da aber auch immer mal wieder passiert, zum Thema Referenzierfähigkeit von Redaktionen, da kann natürlich sein, dass die eine Quelle hat uns zitiert und dann kam eine weitere Quelle drauf und hat dann die zitiert und haben dann einfach nur eine der Quellen der anderen Quelle verwendet. Also es kann durchaus mal passiert sein, dass wir zwar nirgendwo mit dabei gestanden haben, aber unsere Daten aber trotzdem irgendwie mit drin waren. Also so waren auch wir mitunter eine der Hauptquellen für John Hopkins zwischenzeitlich gewesen, gerade als das RKI noch nicht ganz so fit gewesen ist. Mittlerweile hat sich das natürlich auch wieder geändert. Und ansonsten gab es auch verschiedene Datenanalytiker und Wissenschaftler, die sich mit unseren damit gearbeitet haben. Cornelius Römer und Dirk Pessler sind da zwei, die da auch ein bisschen bekannter geworden sind über die Zeit hinweg. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich, was macht man denn letzten Endes mit solchen Daten? Und was kann man daraus für Lehren ziehen? Und eine wichtige Lektion war, dass diese hohe Auflösung, das heißt auf Landkreisebene zu arbeiten, ist ein wichtiger Indikator, wo sind eben, wie gesagt, die Hotspots und wie kann man die regional identifizieren und wie breitet sich das dann eventuell auch über die Region hinaus? Und das eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch auf internationaler Ebene. Deswegen ist dann auch wichtig war, nicht nur den deutschen Kontext zu betrachten, sondern auch den europäischen drumherum. Und wenn man sich jetzt die RKI-Risikokarte im unteren Bildhälfte anschaut, die auf Bundesstaatsebene oder Bundeslandsebene Risikogebiete ausgewiesen hat, in dem Fall, das ist Tschechien. Oben ist dann, in der oberen Hälfte war dann von unserer Seite die Modellierung für denselben Zeitraum, also ich meine die Datenerfassung zum selben Zeitraum auf Landkreisebene. Da sieht man doch schon eklatante Unterschiede, da nämlich hier hauptsächlich der Großraum Prag müsste da sein, als Risikogebiet gekennzeichnet ist. Aber wenn man sich die Inzidenzen damals dann auch auf Landkreisebene anschaut, sieht man, dass halt auch vor allem im Osten und im Westen einzelne Landkreise gewesen sind, wo mindestens ebenso eigentlich als Risikogebiet hätten deklariert werden müssen. Das überspringe ich jetzt mal. Daneben sind natürlich auch noch verschiedene andere
Datensätze gesammelt worden. Google hat Veränderungen der Mobilität von Leuten, zum Beispiel über ihre GPS-Daten, festgestellt und entsprechend veröffentlicht. Und das haben wir auch am Anfang, so gut es geht, versucht mit aufzubereiten. Eine Zeit lang haben wir, wo es denn möglich war, auch versucht, sogar auf Gemeindeebene diese Daten zusammenzustellen. Aber das muss man halt wirklich sagen, das ist nochmal ein Faktor 10 mehr an Arbeit, weil wir haben über 4000 Gemeinden in Deutschland. Das haben wir nicht allzu lange gemacht. Das war interessant, das war ein sehr interessantes Experiment, aber dann auch der Mehrwert war dann auch ein bisschen schwieriger zu erfassen. Grundsätzlich, wenn man eben mit Katastrophen allgemein arbeitet, ist es wichtig, mit den verschiedenen Sprachen zu arbeiten, wo das eben vor Ort wichtig ist. Das ist zum Glück in Corona nicht notwendig gewesen. Also wir mussten jetzt keine Corona-Statistiken vom Bayerischen ins Deutsche übersetzen, sondern konnten glücklicherweise mit den mit unseren Daten, mit den Zahlen direkt arbeiten. Aber so wie Übersetzungsfehler passieren können, können natürlich auch Übertragungsfehler passieren. Und da haben wir gerade am Anfang die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, mehrfach zu prüfen, was wurde denn eigentlich in diese Tabellen, die da tagtäglich neu erstellt wurden, übertragen. Und gerade wenn man mit Freiwilligen arbeitet, teilweise auch Leuten, die jetzt nicht ganz so viel Erfahrung mit Datenanalyse haben, ist es gut, wenn einfach mehrere Leute draufschauen. Und da waren wir gerade in den ersten 4 Monaten, hat im Grunde jeder einzelne Dateneintrag, wurde vor 3 Paar Augen jeweils mindestens angeschaut, plus nochmal eine finale Prüfung, bevor dann die Karte zum Beispiel veröffentlicht wurde. Das hat sich mit der Zeit gebessert, dass wir dann im Grunde auf zweifache Überprüfung überschwenken konnten mit der Zeit. Aber es hat sich wirklich als wertvoll erwiesen, weil man sonst so einfach vermieden hat, dass Fehler entstehen. Also in einem Fall, gerade in Stuttgart oder rund um Kaiserslautern, da sind, je nachdem, wie man die Quelle gelesen hat, gerade am Anfang, sind die US-Kasernen. Und die Bewegung der Individuen zwischen der US-Kaserne und beispielsweise dem direkten Landkreis sind deutlich eingeschränkter als Menschen innerhalb des Landkreises. Das heißt, wenn man eine regionale Betrachtung der Pandemie-Dynamik macht, dann macht es einen Unterschied, ob man die Inzidenz des Landkreises mit der Kaserne berechnet oder eben nicht. Und das eben zu trennen, war dann gerade am Anfang auch was Interessantes. Teilweise haben auch Gesundheitsämter zusammen Zahlen durcheinander gewürfelt. Ich glaube, die Region Eisenach hat zum Beispiel selber nicht mit der, ich glaube, die Stadt und der Landkreis Eisenach sind irgendwie miteinander verwurstelt gewesen. Kriege ich auch aktuell nicht mehr alles zusammen. Aber da waren einige Fallen, in die man hätte laufen können, wenn man da eben nicht akribisch prüft. Und gerade auch am Anfang, als noch nicht so viel Struktur da draußen gewesen ist, was die Darstellung der Corona-Daten angeht, war es auch nur sehr bedingt möglich, das überhaupt zu automatisieren. Haben die meisten Gesundheitsämter alle 2 Wochen ihre Website oder ihr Layout irgendwie aktualisiert, weil sie dann doch irgendwie auf den Weg gekommen sind, wie man es noch besser darstellen kann, was ja in Ordnung ist. Aber wenn man sich da mal die Zeit genommen hat, unzählige Bots zu schreiben, die dann diese Webseiten crawlen und dann ändert sich jede Woche die Hälfte der Webseiten, dann ist das eine Sisyphos-Arbeit, die nicht besonders angenehm ist. Deswegen wir eben gerade am Anfang sehr, sehr stark auf das händische Übertragen dann angewiesen sind. Jetzt bis vor kurzem, wo wir noch dann aufgehört haben, liefen etwa 70% der Landkreise jedoch mit Bots. Den Rest haben wir dann doch noch händisch übertragen aus verschiedenen Gründen und das ist dann, also die Arbeitslast ist dann doch mit der Zeit weniger geworden und es mussten auch nicht mehr allzu viele auch mitarbeiten entsprechend. Es ist natürlich wichtig, wenn man mit solchen Datensätzen arbeitet, dass man klare Definitionen hat, was denn welcher Dateneintrag ist. So ist es zum Beispiel klar, sagen, okay, dass die Landkreise einen klaren ISO-Code haben, mit dem wir das mit unseren Geodaten abgleichen können, dass klar definiert ist, was ist ein Todesfall, was ist ein Infizierter, wann ist jemand hospitalisiert etc. Das ist natürlich nicht nur unsere Definition, sondern die Definition, die wir dann auch aus den Datenquellen übernehmen. Aber nicht jede Datenquelle ist da, also
sagen wir es mal so, es lohnt sich immer mal wieder im Kleingedruckten zu lesen. Ein bekannter Datenaggregator ist ja Our World in Data, auch eine sehr tolle Seite. Und die haben dort für die ganzen Länder auf der Welt haben die einen Stringency Index, was die Corona-Maßnahmen angeht. Und das wird auch immer wieder sehr gerne miteinander verglichen. Und dann kommt immer die Aussage, Deutschland ist das, hat die strengsten Corona-Maßnahmen bis vor kurzem. Und dass diese Aussage nicht ganz richtig war, merkt man dann, wenn man im Kleingedruckten liest, dass dieser Stringency Index die strengste regionale Maßnahme als Datengrundlage nimmt. Das heißt, wenn irgendwo ein Landkreis oder ein Bundesland deutlich strengere Maßnahmen hat als alle anderen, dann ist dieses eine Bundesland die Maßgabe für den Indikator auf dieser Website gewesen. Und ja, also es lohnt sich, das Kleingedruckte zu lesen. Wir haben das Ganze primär über Google Sheets koordiniert, hauptsächlich eines. Und das hatte verschiedene Gründe. Es ist relativ einfach. Die meisten Leute können damit, also mit Excel entsprechend umgehen. Das heißt, da war auch die Schwelle zur Mitarbeit war relativ gering. Es gibt Error-Checking, die man da an verschiedenen Stellen mitnutzen kann. Es gibt ein Backup-System, wenn irgendwelche Daten verloren gehen. Man kann auch Daten entsprechend wieder retten oder die Historie zurückverfolgen. Und es ist natürlich auch einfach, das Ding in andere Formate rüber zu kopieren, Open-Formate etc. Was wir vielleicht anfangs hätten noch besser tun können, ist beispielsweise mit einem Git-Repository zu arbeiten oder mit anderen Daten Datensätzen oder generell mit Datenspeichern. Das haben wir auch mittlerweile ein bisschen angepasst. Also unsere Codes, die wir auch zum Crowdsourcing verwendet haben, sind mittlerweile alle frei verfügbar auf GitHub. Unsere Farbpalette hätten wir vielleicht ein bisschen vorausschauender planen können, aber man kann nicht alles in der Pandemie voraussehen. Wir haben tatsächlich Umfragen gemacht, mit welcher Farbe wir denn jetzt weitergehen sollten. Also so ist zum Beispiel dann der Sprung auf Lila und Schwarz entstanden. Genau, last but not least, wir haben am 19. März haben wir die ganze Sache dann aufgehört, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die Inzidenzwerte nicht mehr die primär relevanten Daten, was die gesellschaftliche Relevanz der Pandemie hat. Das sind vor allem die Hospitalisierung und die Intensivzahlen. Und da haben wir mit dem Divi ja mittlerweile auch eine sehr gute Datenquelle und da brauchen wir weder zu konkurrieren noch irgendwas Eigenes aufsetzen. Das ist gut, wie es funktioniert. Da können wir uns wieder auf unsere eigenen Sachen konzentrieren. Und natürlich muss auch klar anerkennen, dass das RKI auch wirklich aufgeholt hat. Das heißt, die relevanten Daten, zumindest in dem Raum, wie wir uns jetzt mit unserer Datensammlung begegnet haben, das kriegt das RKI mittlerweile auch eigentlich ganz gut hin. Und das heißt, wir waren jetzt so, was die Erklärung der Pandemiedynamik angeht, waren wir jetzt gar nicht mehr mal so, waren wir nicht mehr so sehr notwendig. Klar, es ist schade, wenn wir da jetzt aufhören, da fehlt das für manche Leute natürlich eine Quelle weg, aber muss halt auch zugeben, das war halt auch die letzten Jahre eigentlich nicht unser Job gewesen, dass wir das machen. Es ist pro bono und wir haben eigentlich verschiedene andere Projekte, wo wir in den letzten Jahren eigentlich sogar lieber teilweise daran gearbeitet hätten, aber es war einfach wichtig, dass diese Arbeit getan wird. Und da war es auch schön, dass wir zum Abschied auch noch ein Dankeswort von unserem Gesundheitsminister bekommen haben. Persönliche Anekdote dazu. Ich bekam immer eine Privatnachricht von meinem Kollegen, wenn uns mal wieder irgendein Bundesminister auf Twitter gefolgt ist. Er hat irgendwie angefangen, die dann zu sammeln. Also wir hatten auch ab und zu mal was zu schmunzeln. Und ja, wir werden jetzt uns auf verschiedene andere Aufgaben konzentrieren, aber die werden alle definitiv irgendwas mit Karten zu tun haben. Und genau, einen Rausschmeißer habe ich noch, und zwar der Blick auf unsere Webseite. Die ist nicht besonders hübsch. Ich bin Geophysiker, kein Webentwickler, aber sie funktioniert. Und wer Interesse hat, da noch mal ein bisschen er hat auch ein Interesse daran, die Geschichte der Pandemie eigentlich noch mal nachzuverfolgen. Der kann hier, wenn er die Ebenen auswählt, kann er die Pandemic over time auswählen und kann hier dann die
den Verlauf der 7-Tage-Inzidenz auch einfach mal nochmal durch Revue passieren lassen. Und genau, und wir haben Anfang März, als wir eigentlich lieber Schnee im Garten und nicht in die Corona-Daten gehabt hätten, in weitestgehend weiß geendet. Und damit wäre ich fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, ja, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank für einen interessanten Vortrag. Wir haben hier mehrere Fragen schon. Und gut, die erste hatte ich gestellt, welche Datenmengen müssten hierbei pro Zeitraum erfasst werden? Am Anfang haben wir gehört, da war die Excel-Datei letztendlich, was so die Grundlage geboten hat. Irgendwann mal explodiert es doch komplett, oder? Also wenn man das jetzt in Kilobyte versucht zu bemessen, war es eigentlich gar nicht so viel. Also tatsächlich, man kann sich da hochrechnen. Also ich glaube, wir haben eine Datei, die im Grunde die Verlaufsdaten für alle Landkreise beinhaltet, also was die Fälle angeht. Und das waren, glaube ich, am Ende 2 Megabyte mit CSV. Und das, klar, die Zahlen wurden größer, es wurden mehr Einträge, aber es waren halt nur 2 Jahre, das heißt knapp 700 Spalten. Und wir haben zugegeben nicht alle Parameter auch über die Zeit abgespeichert. Wir haben vor allem die bundesweiten Daten und die Landesdaten als Zeitkurven abgelegt, aber wir haben nicht mehr jetzt für jeden Landkreis die Todesfall- und Quarantänezahlen vom 12.10.2020 zum Beispiel abgespeichert. Also wir haben da auch versucht, ein bisschen effizient zu arbeiten, aber rein von der Speichergröße her war es nicht viel, aber es waren trotzdem viele Zahlen. Okay, vielen Dank. Ich sehe dir eine Meldung von Herrn Dr. Moskraber. Bitte schön. Ja, Sie hatten eine Folie dabei, wo es ums Thema ging, Kostenabschätzung von Verlusten. Können Sie da was zu sagen? Also was Sie da für Werkzeuge einsetzen oder wie Sie da vorgehen, welche Algorithmik Sie da einsetzen? Das ist im Grunde unterschiedlich. Da ist vor allem mein Kollege James Daniel ist da vor allem federführend. Also im Grunde, was wir machen, ist, wir versuchen im Grunde ist es Risk Modeling. Das heißt, wir haben die 3 Aspekte. Wir haben die Gefährdung, wir haben die Vulnerabilität und die Exposition. Ich selber auf meinem Fachbereich gucke vor allem auf die Gefährdung. Das heißt, ich entwickle Erschütterungskarten von Erdbeben, Überflutungsflächen von Tsunamis etc. Mhm. Dann kommt eine Datenbank Datenbank für verschiedene Länder, wo wir dann entweder auf Gemeinde oder teilweise sogar auf Gebäudeebene dann Indikatoren haben, was sind das für Gebäude, wie ist die Bevölkerung verteilt etc. Und diese Indikatoren können dann mit Vulnerabilitätskurven abgeglichen werden, die dann sagen, okay, bei der und der Überflutungshöhe ist mit dem Prozentsatz an Schaden zu rechnen. Und das Ganze wird dann noch mit den historischen Daten abgeglichen. Das heißt, ist dieses empirische Modell, ein Grund-Sanity-Check, macht das überhaupt im historischen Kontext des Landes Sinn? Und auch andere Faktoren, Tageszeit etc. spielen da mit rein. Also das ist, die Schadensmodellierung selber ist hauptsächlich empirisch und die Gefahrenmodellierung ist oft auch numerisch. Mhm. Also es kommt darauf an, was für eine Katastrophe sich ereignet hat. Das ist sehr spannend. Danke. Vielen Dank. Jörg, möchtest du deine Fragen selber stellen? Ja, kann ich machen. Die erste Frage wurde quasi schon so ein bisschen beantwortet. Da geht es ein bisschen darum, quasi bis zu welchem Level macht es überhaupt Sinn, quasi noch tiefer runterzugehen? Also wir hatten ja gesehen, bis auf Gemeindeebene oder man kann ja dann sogar Stadtteilebene runtergehen oder bis in die einzelnen Häuser. Das wäre natürlich das Maximum, was man wahrscheinlich erfassen könnte. Weil man hat ja natürlich auch, ich sag mal, in der Erfassung auch immer eine gewisse Unschärfe, weil man vielleicht der eine wurde halt irgendwie im Krankenhaus, im Nachbarort erfasst und so genau wird es ja teilweise gar nicht aufgenommen. Persönlich gesehen, ich wohne halt in einem eher flächigen Landkreis und da war es halt immer so, die Zahlen waren halt relativ beliebig und man musste halt dann doch immer genau gucken, wie ist es denn eigentlich wirklich da, wo ich lebe und nicht halt irgendwo ganz anders. Ja, also genau, da im Grunde muss man da unterscheiden, wo befindet man sich eigentlich. Klar, wenn man sich jetzt im ländlichen Raum befindet, da macht es einen Unterschied, ob im einen oder im anderen Dorf.
Aber ich sag mal so, in Karlsruhe macht das jetzt nicht so viel Unterschied, ob wir jetzt viele in der Südweststadt oder in der Nordstadt haben. Weil hier ist generell ein deutlich intensiverer Austausch natürlich, was die Bevölkerung angeht. Aber was dann den spezifischen Wert von so einer, also sehr hoch aufgelösten, im Grunde geht es dann darum, um die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Das hätten wir jetzt auch gar nicht stemmen können mit unseren Leuten. Also wenn man überlegt, da sitzen in den Gesundheitsämtern teilweise 20, 30 Leute am also der Hochzeit der Pandemie dann am Telefon und tun den Leuten erklären, wie sie sich jetzt in Quarantäne besetzen müssen und versuchen, die Infektionsketten zu rekonstruieren. Wir sind 5 Gründer gewesen. Wir haben, ich sage mal so, insgesamt glaube ich 70 Leute haben bei uns bei der Datensammlung hier und da mal mitgeholfen. Aber im Grunde kann man wirklich sagen, es waren vielleicht immer so ein Kernteam von 5, 6 Personen, die sich am Abend ein paar Stunden Zeit genommen haben für 2 Jahre, um das da zu sammeln. Also wir hätten auch gar nicht mehr stemmen können. Und der Wert darüber hinaus wäre jetzt vielleicht auch für die allgemeine Öffentlichkeit wahrscheinlich auch gar nicht mehr so extrem gegeben gewesen. Wobei, wie gesagt, im ländlichen Raum macht das natürlich nochmal einen anderen Kontext als beispielsweise in der Stadt. Aber so allgemein, haben wir es gesehen, dass der Aufwand ist im Verhältnis zum Nutzen, zumindest auf der Ebene, wie wir das machen, eher überschaubar. Genau, und die andere Frage geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Hätte es euch arg geholfen, wenn man statt irgendwelchen zusammengeklöppelten WordPress-Mitteilungen, die dann als PDF vorliegen, irgendwie standardisierte Austauschformate gehabt hätte? Oder wenn sie halt ihre Rohdaten in CSV direkt bereitgestellt hätten? Im Grunde ja. Also tatsächlich, also viele von den Scrapern, die gehen natürlich dann, die ziehen die Daten aus der HTML-Tabelle meistens raus. Manche auch aus der PDF, wie auch immer, die das halt zur Verfügung gestellt haben. Aber eigentlich wäre so eine gemeinsame Datenschnittstelle, eine Corona-API für alle Gesundheitsämter, das wäre natürlich aus Datensicht ein Träumchen gewesen. Aber wir waren ja froh, dass wir Mitte 2020 das Fax losgeworden sind. Also man kann nicht zu hohe Anforderungen auf einmal stellen. Okay. Jetzt hatten wir vorhin Bots gehört, dass hier eingesetzt wurden. Wie kann man sich das vorstellen? Also im Grunde sind das einfach Skripte, die zum Zeitpunkt X rüberlaufen, die HTML-Seiten abscannen, die relevanten Daten dann ins Google-Doc übertragen. Ich habe dann einfache Skripte, die dann das Google-Doc dann wieder ein bisschen datentechnisch aufbereiten, damit es auf der Website dargestellt werden kann. Umgekehrt hatten dann die Medienseiten, Tagesspiegel zum Beispiel, ihren eigenen Datencrawler, um dann das Google-Doc wiederum abzurufen. Also das ist jetzt keine hohe Kunst, aber es ist eine große Arbeitserleichterung. Okay, alles klar. Vielen Dank. So, gibt es noch weitere Fragen? Aktuell sehen wir keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für den Vortrag. Und wir werden noch den Vortragenden noch eine Kleinigkeit zuschicken. Da kann gerne Jan dazu was sagen, falls wir noch die Folien da was haben. Ich kann ja so lange noch mal für die gute Arbeit danken. Ich habe Riskalayer auch mir doch sehr häufig angeschaut. Dankeschön, freut uns. Und mir am Ende dann doch meinen eigenen Python-Scraper für meine Stadtstatistik geholt, aber das ist eine andere Geschichte. Gibt es noch zu, du hast die angebunden und fertig an deren Daten verwendet, oder? Nee, ich brauch's ja ein Level tiefer, weil ich bin ja im Landkreis Germersheim und das hilft mir an der Stelle halt herzlich wenig. Das ist einfach zu groß. Ach so. Das Landkreis Germersheim? Ja, ja. Wo wohnst du denn? Kandel jetzt. Ach was, na sowas. Ja. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt habe ich auch die Folie gefunden. Also nochmal vielen Dank an die Vortragenden für 2 wirklich spannende, ich glaube auch zeitlich ganz, ganz sehr gut passende Vorträge. Ich habe heute sehr viel gelernt. Wir bedanken uns in Software-Ingenieur-Manier. Und zwar haben wir speziell solche Design-Cards, um Software
Prinzipien sozusagen in so einem Spielkartenformat festzuhalten, für Entwickler vorbereitet. Das macht normalerweise Matthias Wittum immer, der wird sich dann vermutlich bald an euch wenden. Das ist einer unserer ehemaligen Vorstandskollegen. Ich bin nicht sicher, ob er heute da ist oder nicht. Ich glaube es nicht. Der ist nicht da. Genau, aber auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank. Ist, wie soll man sagen, vielleicht so ein Software-Ingenieur präsent, was ja zu dem Anlass und aber auch für die Themenstellung, glaube ich, ganz gut passt. Und wir hatten ja auch im ersten Vortrag gehört, dass einiges am Software-Ingenieur-Views oder an unterschiedlichen Sichten bei Entwurf eine große Rolle spielt. Und das ist ja für uns, glaube ich, alle immer sehr interessant, wenn man das dann auch in konkreten Ausprägungen oder in Anwendungen mal sieht, wie kompliziert, aber auch wie vielschichtig das Ganze dann werden kann. In dem Sinne nochmal vielen Dank. Genau. Gebe ich wieder zurück zu Alex. Ja, ich würde sagen, wir beenden an der Stelle den offiziellen Part, bedanken uns bei den Sprechern.